Valhalla, ihr lieben Wikinger-Freunde, heute letzte Folge zum DLC Zeichen Ragnaröks. Hab ja soweit alles abgeräumt hier auf der Karte. Ist nichts mehr offen. Aber hier gibt es noch ein paar Geschichten zu erzählen. Da möchte ich mir heute mal Lass mich dir eine noch das ein Geschichte oder andere erzählen. antun. Und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken. Genau, ich würde einfach Kara die Wahl überlassen. Ich bin gespannt. Lass So, mich irgendwie dir wollte es eine gerade nicht. Geschichte erzählen. Und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken. So, Ich jetzt freue geht's. mich darauf. Kara darf wählen. Ich war in Zeig Fernkampfhalle, es mir, Gegner es gegen blutet, Nahkampfverstärkung, es Chaos schreit. Erstschadensschutz, langes Lass Auge mich wieder dir die aufladen, Geschichte okay. erzählen, wie ich Feuer- und Eisriesen bezwang. Ja, das klingt gut. Vier Kapitel. Ich sehe nichts, Schmutz ist dreckig. Oh, der war schön. Ja. Gerne war mir eine Freude. Dann lenkte mein Schicksal mich zu einem Feuerriesen und die Schlacht begann. Na, wo ist er denn? Schön mit der Geschnur. Hat auch gern auch hier eingefroren ist. Ich sehe aber absolut gar nichts. Nächsten Feind überraschte ich und setzte zum Todesstoß an. Kein Kraft kann meinem Ruf standhalten. Als alle vereint. Kopf ab. Genug gespielt. Genau, genug gespielt. Welch Cannon! Danach sah ich mich einem unwahrscheinlich großen Eisriesen gegenüber.
Was soll denn, Rick? Oh. Das ist ja gemein. Ah, ich weiß, welche das ist. Die hat auch in der letzten Folge erst platt gemacht. Was ist denn mit euch? Wie lange geht diese Geschichte noch? Zu lange. Aber irgendwie tue ich mir da gerade auch ein bisschen schwer. Okay. Oh, was mache ich denn? So, jetzt haben wir mal Ruhe hier. Oh Mann, die Stampfen nicht funktionieren. Toll, jetzt habe ich getroffen. So, das war aber jetzt auch Zeit. Meine Widersacher waren sehr mächtig und doch obsiegte. Das stimmt wohl. Gut gemacht. Eine aufregende Geschichte. Oh, gleich noch eine. Die Helden Jüdensheims. Gucken wir uns das mal an. So, eigentlich wollte ich ja, wobei sie hat nur eine kleine. Ja, nehmen wir die. Was ist das denn? Okay, Fernkampffalle. Ah, deswegen kann ich nicht schießen, verstehe. Du nimmst nur Schaden im Nahkampf. Also, du nimmst nur Schaden im Nahkampf, okay. Okay, mal gucken, was haben wir denn noch? Das will mich jetzt auch nicht stören. Aber 4 ist so das Maximum, glaube ich. Okay, Geschichte beginnen. Auch 4 Kapitel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die gleiche wie eben. Zeugen deiner Kriegskunst sein. Hör gut zu, denn ich erzähle die Saga, wie ich Angerboders Recken in die Knie zwang. Sah ich mich einem unwahrscheinlich großen Eisriesen gegenüber. So, so.
eine Gelegenheit. Das stimmt wohl. Sie sind hier nicht gewachsen, Ränger. Der war echt gut. Wo ist er denn? Kaum waren sie tot, wurde ich von einem Eisriesen erspäht und die Schlacht nahm ihren Lauf. Und wieder ein Eisriesen? Weiter im Wissen darum, dass mein nächster Sieg mir großen Ruhm einbringen würde. Ich bin ja doch erwischt. Schon wieder richtig? War, glaube ich, doch dieselbe wie eben. Hallo, was macht ihr da mit mir? Ja, so ein bisschen hast du ja recht. Aber die sind halt ein bisschen fiese Zicken. Sacher waren sehr mächtig und doch obsiegte ich. Die Skalden werden noch lange Lieder hiervon singen. Sehr schön. War auch, glaube ich, genau die gleiche wie eben. Neue Geschichte. Muspelheims, die Geschichte von Eis und Feuer. Die hört sich natürlich gut an. Okay. Prahlereibelohnung, okay. Bestrafter Nahkampf. Ah, okay. Na, mal gucken, was haben wir denn hier? Wenn du ausweist, fügt dein keinen Schaden zu. An deinem Standort schlägt häufig der Blitz ein. Schadenspiegel. Okay, das ist ja brutal. Mit leeren Händen. Okay.
Okay. Dann versuchen wir das mal so. Da sind ja fiese Dinger bei. Die mit dem Nahkampfschaden, da muss ich mal kicken. Da muss ich mir irgendwas Leichteres aussuchen, glaube ich. Zeig uns deine Ruhmesgeschichte. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es da für jedes, für jede Ballerei eine extra Belohnung gibt. Unglücklich. Ja, wo sind sie denn da? Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich hole diesen Stahl oder was. Mein Schicksal mich zu einem Feuerriesen und die Schlacht begann. Das hat wehgetan. Diese Geschichte noch? Lange würde ich sagen. Aber gut, ich darf schon nicht ausweichen. Wo bin ich nur? Ist Thor wütend auf dich? Na, mit Sicherheit. So dunkel wäre. Na, geht doch. Puh. Meinen nächsten Feind überraschte ich und setzte zum Todesstoß an. Großartig. Come on.
Langsam können wir mal ein bisschen Schaden kriegen. Ist klar, ich laufe doch mal. Schaden hier links für Ausweichen ist echt kacke. Ja, so ein bisschen. Muss doch mal. Sag mal! Muss ich gestehen, das ist wirklich ein bisschen nervig gerade. Bestraftes Ausweichen nehmen, werde ich nie mehr nehmen. Also ist schon mal gar nicht in der Kombination mit bestrafter Nahkampf. Ja, das war jetzt auch höchste Zeit. Jetzt mal ab. Ey, ich prügel hier voll auf den einen und nix. Okay. Sie sind dir nicht gewachsen. Perfekt. Danach sah ich mich einem unwahrscheinlich großen Eisen gegenüber. Schon wieder die? Also ich hatte definitiv jetzt was anderes ausgewählt. Ja genau, Schweinekeil. Hallo? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Mächtig und doch obsiegte ich. Zeuge solch legendärer Schlachten zu sein, ist ein Erlebnis. Aber das ist ja jetzt anscheinend immer Rick am Ende, ist es ja auch doof.
Nur 240, okay. So, zurück. Ah ne, neue Geschichte. Karas Wahl. Ich würde jetzt mal eine leichtere wählen. Und zwar einfach aus dem Grund. Mit leeren Händen. Okay. Also von den zwei fehlt mir noch die Belohnung. Deswegen würde ich das einfach mal so machen. Gibt zwar nicht so viel, aber so ganz ohne Waffe, ja. Zeig es mir, das Blut, das Chaos, die Schreie. Erlaube mir, von meinem glorreichen Gefecht mit meinem trickreichen Bruder Loki zu berichten. Okay, also ich muss ja wirklich immer nach dem einfach ein bisschen warten. Was ich vor mir sah, erkannte ich als meine Beute. So schlug ich zu. Mal, Loki. Okay, du bist mir ein bisschen zu flott. Sie sind dir nicht gewachsen, Dränger. So endet meine Geschichte in Ruhm und Ehre. Die Skalden werden noch lange Lieder hiervon singen. Wir werden sehen. Okay, neue Geschichte. Was haben wir denn noch nicht? Die gefallene Krieger muss bereits vorher im Meisterkämpfer. Ich weiß nicht. Wir waren irgendwie sehr ähnlich. Kriegsfürste Feuer doppelt heiser Ärger. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Tagesempfehlung.
Nehmen wir die doch nochmal. Oh, sieht euch heiß aus hier. Höre von meinem tödlichen Kampf mit zweien der gefürchtetsten Krieger von Muspelheim. Welche denn? Also, was nicht? Wo bist du? Ah, Eiser! So, machen wir mal so. Wenn wir die Fähigkeiten schon haben, dann können wir die natürlich auch nutzen. Eine geile Sache. Beeindruckend erhaben. Dein Tod. Ah, Samara kommt jetzt mit. Folgt meinem Befehl. Ist klar, wie viele denn noch auf einmal? So, das war Nummer 1. Das heißt... Wie lange geht diese Geschichte noch? Nicht mehr so lange, glaube ich. Am
Aber wieso sind wir schon wieder so voll? Was war das? Wo ist denn die Eiser? Da komme ich noch nie raus. Und so war der Sieg mein, wie es ewig scheint. Schließt sich um dich. Sehr schön. Erhabener, hier. Ja, ich will mal schauen, was ich mir so an Belohnung verdient habe. Lass mich die Belohnung sehen, deretwegen ich hier kämpfe. Ah, der Schlachtenruhm, den Dies schon gesehen hat. Die Alpha-Rüstung. Boah, 1200. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Boah. Also ich glaube, so zwischendurch werde ich hier noch ein bisschen Zeit verbringen müssen. Durch Paran erhöht, okay. Sehr schön. Also gibt schon schöne Sachen. Kombo-Schüsse lösen eine Schockwelle aus. Geri heult, wenn du wenig Gesundheit hast, wodurch deine Gegner sich vorübergehend verängstigt gut ducken. Auch sehr interessant. Puh, also ich muss hier noch ein bisschen kämpfen. Also es gibt geile Belohnungen, das muss man schon sagen. Ja, werde ich natürlich nicht immer aufzeichnen. Aber die Belohnung werde ich mir noch holen. Und so nach und nach zumindest. Und dann mal schauen. Ich sage erstmal danke fürs Schauen. War sehr schön mit dem DLC. Und ja, wir sehen uns dann in Englerland, wo ich ja noch einiges aufzuräumen habe. Bis dahin und vielen Dank. Bye bye.